der denn hier, der fucking Mann? Geh heilen. Medis einwerfen. Ich muss unbedingt mich nachher um Medis kümmern. Ich hab nur noch 4. Scheiße. Er braucht nur noch 5. So, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Kann man die da ranmachen? Nee, ne? Vielleicht hier noch irgendwie so eine Zwischenplattform bauen? Nee, damit hatte das nichts zu tun. Das war einfach zu lang, glaube ich. Achso. Und deswegen hing sie dann irgendwann durch. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, glaube ich, da überhaupt eine Plattform sonst dran zu kriegen. Also muss ich das wirklich, ja, durch mehr Gestrüpp machen. Müssen wir tatsächlich noch eine Plattform in den Baum reinhängen? Ach. Da ist sie. Und wir drehen, 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 drehen. Ich glaube, wir holen. So, ich schaue mir jetzt mal das Ganze an. Müsste klappen, da ranzukommen. Dann brauchen wir wieder Holz. Dann können wir wieder einen Baum fallen. Baum fällen. Spielen. Hey. Hau doch nicht ab hier. Die Bäume ziehen dich echt magisch an. Wieso? Ich hab in eine völlig andere Richtung geguckt, als wie der Baum gerade gefallen ist. Ah. Der Schnurstrack ist zu dir gefallen. Ja, die haben mich lieb, die Bäume. Die wollen mich erschlagen. Kann man verlaufen? Nein, da lang. Nur den kann man gar nicht fällen, den großen. Okay, diesmal bin ich hinter dir. Juhu, war ich schnell. Hast du gesehen, wie der dich wieder magisch angezogen hat? Echt, der hat sich doch voll mitgedreht hier, so, ne? Guck da! Alter, es gibt's doch nicht. Ich sag ja, das Spiel hat auch nicht abgesehen, ey. Ja. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal von hier aus. Mit unserer komischen Hängebrücke. So. Ein paar Loks liegen ja schon bereit. Hängt wieder so krass durch. Guck dir das mal an. Ich hab extra noch nicht angedrückt. Achso. Mir wird die gar nicht angezeigt. Ah, hat keinen Sinn. Die läuft komplett durch den Boden. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, hier noch so ein Podest hinstellen würdest? Turm meinst du mäßig? Ja. Halt von... Könnte was werden dann. Plattform, Turm. Ja, ich weiß, wie du meinst. So, da sind wir rübergesprungen, ganz gekonnt mittlerweile. Dann machen wir den hier hin. Was für ein Aufwand. So, ich glaube, der ist scheiße. Das ist aber gut. Den nehmen wir nochmal weg. Und setzen ihn dahin. So. Ganz einfach, egal ob gerade, ob schräg oder schief. Soll ja nur zum Zweck da sein. Und nicht schön aussehen. Schön, ja, der. Ja. Schön. Du geilert hier im Norden. Ja.
So sieht es aus. So, was haben wir denn hier? 2. Wie viele müssen wir denn noch? 19 Stück wollen da rein. Oha. Reiten hier schon wieder rum. Weiß ich nicht. Die da hinten einen lang sitzen, in Richtung Lager. Boah. Ja, diesmal wollte er nicht zu mir. Diesmal wollte er eindeutig von mir weg. Diesmal wollte er eindeutig weg. Ach man, gib auf hier, los. So, jetzt können wir die Brücke reinhängen. Und los geht's. 20 Stück. Ich glaube, wir brauchen die Schlitten langsam. Hier kann man nicht failen hier. Der ist doof. Ja, ich sag ja, ich glaube, wir brauchen langsam die Schlitten, weil jetzt wird's langsam auf Masse anstatt Klasse. Weil ich ziehe jetzt die andere Seite noch rüber. Okay. Vorsicht, da kommt was. Schau, ja, ich bin drinne gerade. Ja, okay, da müsste man ein bisschen springen und vielleicht eine kleine Treppe rüber machen, aber das geht. Wie fui ist das nicht mal gerade? Wie blöde ist das denn? Nee, die muss nochmal weg, das muss ich nochmal neu setzen. Das können wir doch so nicht verkaufen. So, da hab ich gesehen, nein! Brauchst du Hilfe? Ich laufe erstmal weg. Erstmal in Richtung von unseren ganzen Fallen und sowas alles. So. Also, gut, dann hast du. Nimm das mit. Raus. Ja. Schenke ich euch. Gesicht. So. Da ist schon wieder einer. Der frisst den. Ja, Mahlzeit. Oh, den lief ich. Boah, dann ist wieder 3. Ich sag ja, wir sind hier in der besten Nachbarschaft, also, ne? So, wir wollten hier die Brücke anbringen jetzt. So wollten wir das. Dann darüber, dadurch. Da dran. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Jetzt sieht das doch schon viel besser aus. Alter! So, das sind nochmal 72. Brauchst Hilfe? Das ist eine Schelle von dem, Alter. Ich war verflucht. Bin da. Nee, ich hab ihn umgehauen. Achso. Der Spacken, der hier liegt. Unter
unter der Brücke nachher alles vermiesemäßig. Ja. Yeah. Das ganze Gebiet. So, hier mag ich aber auch gar nicht mit dem Schlitten langlaufen momentan, wenn wir so viel Besuch haben. Weil dann poliert er einen vom von der Seite jedes Mal. Ne? Das ist es. Eine, und das muss nicht sein. Da laufen wir lieber. Jupp. So, das erste Stück ist gleich fertig. Naja gut, wir müssen nachher hier noch rüberziehen. Das wird noch ganz interessant. Ja, aber hier ist ja alles Holz, ne? Also. Ja, klar. Aber ich hoffe, dass die Bäume irgendwann mal endlich nachwachsen. Aber dafür müsste man vielleicht viel länger online sein. Das ist jetzt lange online sein und nichts mehr kaputt machen. Ja. Weil ich glaube, aus diesen kleinen Stöckern wachsen dann die großen Bäume, ne? Weiß ich nicht, aber ich kann das ja mal versuchen, mal die in Ruhe zu lassen. Und weiter wegzulaufen. Ich weiß gar nicht, man müsste einfach mal zu so einem Gebiet hin, wo wir abgeholzt haben, ne? Ja. Also ins Schneegebiet zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Wir müssen mal eine Cola entsuffeln. Ja, und Snicker snicken wir. So, das erste Stück ist fertig. Jetzt kommt das längere. Hier brauchen wir 55 Holz. Balken. Wird dunkel. Ich nehme mal das Feuerzeug zur Hand. Wenn das nicht so viel bringt, aber immer noch besser als gar nichts. Jo, ich schaffe das. Klar. So viel Holz. Ah, sieht schon geil aus, unser Lager. Also so langsam. Macht es was her. Oh, nur das Holz. Ja, noch ein bisschen. Ja, wir brauchen noch reichlich, noch reichlich. Oh, schon wieder. Besuch? Ja. Kann noch nicht einschätzen. Ja, nicht ärgern. Herzlich willkommen heißen. Vielleicht noch eine Tasse Tee anbieten. Kann der Geld. Unsers. Nicht, dass die uns auch noch die Haare hier vom Kopf fressen. Alter! Treff ihn! Party hard! Wo denn? Hä? Dem war doch noch hier. Das ist lustig, dass ich ihn nicht treffe. Mahlzeit! Mal dir deine Zeit das selber. Komm runter da. Voll nicht die richtigen Bäume erwischt, scheiße. Da ist er. Wo ist er hin? Feder! Meine! Ah, hinter dir. Ich hab keine Ahnung, aber ich treffe mich hier. So. Irgendwas stimmt grad nicht. Boah, ach, kann auch gebackt haben. Ja, ne, ich hab den versucht ein paar Mal zu treffen und auch so mit ihm zu fighten und so, das hat nicht geklappt. Ich konnte ihn nicht schlagen. Ja, vielleicht hat er gegen dich einen Cheat gehabt. Na.
Aber ich sag ja, ne, den Platz möchte ich auch nicht hergeben, weil das ist perfekt gewählt. Und das stimmt. Und dadurch macht das Spiel sowas von Laune. Oh ja. Weil es nie langweilig wird. Ehe dich versiehst, hast du eh wieder die nächste Schlägerei. Da hast du ihn. Und das ist doch die Hauptsache, dass es spannend bleibt. Oh ja. Alter, wie weit muss ich denn zu dir laufen? Ne? Hast du keine hier vorne keine Holzstämme? Doch, ich da. Hier vorne. Schauen wir doch mal, aus welchem Winkel ich die gerade hole. Ja, nee, ich bin einfach nur blöde drauf zugelaufen, deswegen. Weil ich abgelenkt war. Man müsste vielleicht noch so die Schädel, ne, von den, wenn man die, keine Ahnung, nutzen besser könnte. Mhm. So von wegen, dass man daraus Lampen machen kann, wenn wir schon die. Oh, was läuft denn hier an unserem Lager vorbei? Alter Falter. Das ist aber eine Gang, ey. Uha. Und die stehen da jetzt, oder was? Ne, sind weitergelaufen. Wenn man schon die Öllampen und so nicht benutzen kann in den Höhlen, dass man sich daraus aber selber mobile Lampen machen kann. So ganz kleine. Wäre eine coole Idee, ne? Ja, dann kannst du daraus Positionslampen machen oder eben halt Arbeitslicht. Wäre was, also. Ja, oder dann so immer nur dieses blöde Feuerzeug. Wie hier jetzt mit dem Baumstämmen. Dann legst du einen Schädel daneben, stellst du. Und dann hast du so eine kleine Art Markierung. Ah, hier sind sie schon. Ich zieh mir eine Coke rein, denn das gibt mir Feier. Dem. Ich komme. So, dann haben wir den ersten. Gucken, ob wir noch mehr gleich rumlaufen. Weil du warst doch nicht alleine, du Arsch. Nie und nimmer. Zu sehen ist das keiner. Nein, ist nicht. So, wir schnappen uns die Stämme. Aber das wäre doch vielleicht so eine Möglichkeit, weil manchmal haben die Viecher die ja auch auf dem Kopf oder so. Mhm. Ne? So Kopflampen ja, haben klar. Die damit ja. Ich finde, dass man sich selbst sowas basteln kann, ne? Ja, muss ja nicht ganz so hell scheinen, als wenn die da mit rumschleppen. Reicht ja so wie die Dinger, die du gebaut hast im Lager. Ja, klar. Ja, nur als Positionslicht. Genau. Aber da, was du eben halt auch wieder wegnehmen kannst und nicht zerstören musst oder so. Mhm. Das wäre ganz cool eigentlich. Ja, es fehlen sowieso noch ein paar Funktionen, so wie zum Beispiel Abreißen und sowas. Ja. Jetzt wird der ein oder andere sagen, jo, nimm doch Dynamit. Ja, ganzes Lager im Arsch. Wow. Was denn? Da ist einer reingelaufen. Hat's Peng gemacht. Die Fallen sind echt super, ne? Das Problem ist nur, dass die echt schnell weg sind. Ja. Oh, da haben wir den zweiten. Na komm her. Ja, versteckst dich hinter unserem Bau, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ich hab dich doch schon längst gesehen. Igor. Alter, die Bombenkill werden nicht weniger. So, jetzt machen wir hier. Och, sind das schon wieder mehrere? Oder was? Ne, doch nicht. Der Licht jetzt. Wir haben auch wieder ein paar abgekriegt, wie immer. Ich glaube, das war's auch. Wenn nicht, dann haben wir eben halt gleich weiter. Theater. So, wir müssen mal was speisen gehen. Wir schnappen uns zwei Stämme und gehen was speisen jetzt. Ich kann nicht die ganze Zeit Snickers und alles reinkloppen. Und nachher habe ich davon nichts mehr. So, jetzt gehen wir mal kurz in unser Lager, springen über die Fallen. Ach, wir können gar nicht mehr rennen.
So, konnten trotzdem rüberspringen. Könnte auch ruhig mal wieder hell werden, ne? Nur so langsam bin ich auch dafür. So, lecker haben